Heart of an Angel. Das ist ein Walzer und hier zähle ich immer bis 6. Die ersten 6 Schritte. Wir setzen den linken Fuß nach vorn, den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß an den rechten Rand. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß links zur Seite und den rechten Fuß an den linken Rand. Und diese 6 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die nächsten 6 Schritte. Jetzt folgt eine halbe Drehung. Wir fangen wieder an mit links. Den linken Fuß nach vorn. Wir machen eine halbe Drehung links rum, setzen den rechten Fuß nach hinten und den linken Fuß neben den rechten. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß nach hinten und den rechten Fuß an den linken Rand. Und diese 6 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich zeige die ersten 12 Schritte noch einmal von dieser Seite, damit man die folgenden Schritte besser sieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die nächsten Schritte. Den linken Fuß nach vorn und den rechten Fuß schwingen wir über den linken. Das ist 1, 2, 3. Jetzt setzen wir den rechten Fuß ab und schwingen den linken Fuß über den rechten. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die nächsten 6 Schritte. Wir setzen den linken Fuß ab. Und setzen die rechte Fußspitze rechts ab. Und ein Schritt halt. Kreuzen den rechten Fuß über den linken, setzen die linke Fußspitze links ab und ein Schritt halt. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die nächsten 6 Schritte. Wir kreuzen den linken Fuß über den rechten. Machen eine Vierteldrehung nach links. Setzen den rechten Fuß ab und setzen den linken Fuß neben den rechten. Dann kreuzen wir den rechten Fuß vor den linken Fuß zur Seite und den rechten Fuß hinter den linken. Und diese Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die nächsten 6 Schritte, ich drehe mich dabei rum, dann sieht man das. Das ist jetzt der Ausgangspunkt. Wir setzen jetzt den linken Fuß links ab. Und ziehen den rechten Fuß mit einem Step an den linken Rand. Setzen den rechten Fuß zur Seite und ziehen den linken Fuß mit einem Step neben den rechten. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
und alles von vorn. Diesmal fange ich von dieser Seite wieder an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die nächsten Schritte. Die nächsten 6. Wir setzen den linken Fuß nach vorn. Die rechte Fußspitze rechts absetzen. Ein Schritt halt. Setzen den linken Fuß nach hinten. Und die linke Fußspitze setzen wir links ab. Ein Schritt halt. Ich zeige das dann noch einmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die letzten 6 Schritte. Wir machen jetzt eine halbe Drehung. Den linken Fuß vorne absetzen. Eine halbe Linksdrehung. Den rechten Fuß hinten absetzen. Und den linken Fuß daneben. Jetzt machen wir nochmal eine halbe Drehung. Wir setzen den rechten Fuß nach hinten. Eine halbe Linksdrehung. Setzen den linken Fuß vorn ab. Und den rechten Fuß rechts absetzen. Und diese Schritte noch einmal. Das war jetzt der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In diesem Tanz gibt es auch 2 Brücken. Wenn wir nach dem Titel von Modern Talking tanzen, und zwar nach der 2. und 6. Runde werden folgende Schritte hinzugetanzt. Den linken Fuß nach vorn, den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß an den rechten ran. Jetzt kommt der rechte Fuß nach hinten, der linke Fuß zur Seite und den rechten Fuß neben den linken absetzen. Und das Gewicht ist rechts. Noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie gesagt, nach der 2. und 6. Runde diese Schritte hinzutanzen. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.